Bei den wilden Kerlen geht es um Max und um seine Geschichte. Max ist eigentlich ein Wildfang, ein Junge, den wahrscheinlich jeder von uns kennt, der im Tatendrang in einer unglaublichen Kreativität seine eigene Welt schafft und dabei einfach auf die sehr strikte und ernste Welt der Eltern stößt. Und leider kommt es dabei zu einem Streit, der dazu führt, dass Max alle Erwachsenen aus seinem Leben ausstoßen will. Es kommt zu einem Bruch und ab diesem Punkt wird alles anders, denn seine Familie wird immer mehr zu den wilden Kerlen, wird zu Kreaturen, die schon er vorher als Erwachsene vielleicht nicht mehr verstanden hat, die jetzt aber durch ihre Wildheit einfach nicht mehr zu greifen sind, nicht mehr zu kontrollieren sind. Streitet sich tatsächlich Max sein Recht, gehört zu werden. Er sagt den Erwachsenen, seid still, was zum großen Erstaunen führt. Und dieser Mut wird aber doch bezahlt, denn er wird zum König der wilden Kerle, zum König der Erwachsenen gekrönt. Und welches Kind wird sich nicht wünschen, einmal der König der Erwachsenen zu sein und alles bestimmen zu dürfen? Dass das hingegen wiederum sehr schwierig wird und quasi ihn, Max, dazu führt, wieder sich zurückzusehen in eine Welt der Regeln, wo auch Mama mal sagt, nein, mach das nicht. Das ist, glaube ich, der wesentliche Kern dieses Stückes. Ja.